Schweinen, jetzt kommt eine neue Folge Heroes mit den heroischen drei von Porkchop Media. Falsch, es ist nicht Heroes. Mehrzahlig gehört. So, ich werde jetzt. Soll ich nochmal die Folge mit dem Lagerfeuersimulator laufen lassen? Nee. Nein, ich respawn einfach. Und ich bin wieder in the middle of nowhere. Wo ist denn die Tür? Da ist die Tür. So viele verrückte Menschen. Verrückte Menschen überall. Du wirst allen Schaden ersetzen. Was hat er getan? Der hat unser Schmelz oben. Der hat die Gravel, das Gravel, geschmolzene Gravel kaputt gemacht. Der. Lol. Lol? Alter, nein, der hat gar nichts zerstört. Da war kein Gravel drin, du Vogel. Toll, lieb. Mein Schwert hat harte Skills, habe ich gerade festgestellt. Warum, was kann das denn? Wenn ich rechts klicke, dann kommt so ein Explosionsding. Ja, ich weiß. Jetzt ist die Frage, was macht das zum Monster? Das macht Schaden. Okay. Gut. Däum, wo bist du denn eigentlich? Beim Schmelzofen. Ich brauche jetzt wieder Rüstung. Scheiße, ich wollte eigentlich noch gerade nachgucken, wie das mit dem Brown Stone ist. Ich habe gehört, ich mache meine Diamantrüstung. Ich habe gehört, du hältst den. Nein! Warum denn nicht? Eisen. Bedien dich an den Blutständern. Das ist echt so. Bitte, nein, Mann, ich will nicht immer Low-Budget rumrennen. Wir laufen auch alle Low-Budget. Ja, du bist auch nicht besser verdient, Andi. Du bist der Einzige, der bisher in Lava gefallen ist. Das stimmt, Alter. Du hast gerade alles verbrannt, Andi. Du hast kein Recht darauf, jetzt zu sagen: Ja, ich komme mit dem Diamantenrüstung. Mann. So. Warte, Max, ich muss jetzt die Diamanten einkassen. Na, Alter, wenn du das machst, dann spiele ich nicht mehr. Hör auf mit der Scheiße, das regt echt auf. Aber ich bin abgezählt, Andi. Ich töte dich. Ist mir scheißegal, ob die Folge weg ist. Jede Verwendung der Diamanten muss beantragt werden. Nein, Mann. Du wirst dir jetzt Alter, ich habe ein Drittel davon erfarmt. Andi, du wirst dir trotzdem. Das ist jetzt aber eine üble Behauptung. Das ist keine üble Behauptung. Das ist Andi, du machst dir trotzdem keine Rüstung draus. Doch. Alter, ich hab Andi, mir auch. Du machst dir keine Rüstung draus. Das ist echt Bullshit. Junge, du bist echt der, der stirbt und dabei noch in Lava. Der ist doch gut. Nein, Däum, ist nicht gut. Däum, darf ich dir einen Feuerstab machen? Das ist gar nicht gut. Däum, darf ich dir einen Feuerstab machen? Was bringt der? Nichts, das ist ein Flammenwerfer. Damit kann Däum nicht umgehen, glaube ich. Oder soll ich dir einen Wasserstab machen? Nee, Feuerstab ist schon geil. Ich glaube, ihr solltet lieber halt auch diesen Elektrikstab haben. Der ist nämlich echt nicht schlecht. Wieso? Ich will einen Feuerstab haben. Ich bin nämlich ein Feuerbändiger, müsst ihr wissen. Feuerbändiger? Okay. Oder möchtest du den Stab der Liebe? Nein, ich will einen verdammten Feuerstab. Ich will den Stab, der mich verdient hat. Zack. Dann nehme ich den Feuerstab. Zack. Dann nehme ich nämlich verdient. Nein, du hast den Stab, der Ultimate Gainness verdient. Warum ist der Geld? Ich krieg Leben zurück, wenn ich ihn benutze. Ja gut. So, zack. Zack. Das. So, wie gesagt, ich renoviere hier gerade unser zweites Stockwerk, also das, was wir bisher gebaut haben. Ich mache gerade die Holzpfeiler mal rein. Es ist einfach irgendwie. Metroid! Metroid! Wo ist der Metroid? Wo ist der? Ich krieg ihn, kein anderer. Sehe ich anders. Wo ist er denn? Hä? Wo ist der runtergekommen? Ich hab niemals das aufschreiben gehört. Wo ist er? Nein, mein Coin ist auch verbrannt. Stehen bleiben! Ich töte ihn! Mein Coin ist verbrannt. Scheiße, das ist nur Kinderkacke. Ich hab's eigentlich auch nur gemacht, weil du wieder hinrennen wolltest. Kinderkacke. Ist gerade aufgefallen, dafür kriegt man ja XP. XP. Ich hab 26 EP. XP. Habe ich irgendwie geile Ausrüstung? Nein, sonst könnte ich mal wieder Soul Tether auf irgendwas machen, aber wo bist du? Hast du gerade Soul Tether gesagt? Wo bist du denn? Ich bin bei der Bauarbeiterhut. Soul Goodman Tether? Ah, nee, gib mir den Stab. Jetzt feuere damit. Aber nicht auf mich und nicht in die Richtung der Chocobos. Wo ist Thunder? Der ist recht. Wirst du nicht. Oh, wow, sorry! Es tut mir so leid! Du Lappen! Alle Viecher haben gerade gebrannt. Ja, Mann, aber dem Ding muss. Ich muss kurz. Sorry, ich muss. Däum, du bist. Alter! Alter! Däum, du legst diesen Stab jetzt weg, Alter. So wie du mit der Hookshot schon umgegangen bist, du hast. Alter, ich muss einen Screenshot von machen. Und jetzt komme ich dir von diesem scheiß Schiff. Alter! Däum, Alter, wenn du damit noch mehr so Scheiße machst, ne? Alter, es war das zweite Mal, weil du für den Screenshot. Alter, dieser scheiß Chocobo. Ich komm hier aus diesem scheiß Mongo-Ding nicht raus, ich setz mich immer auf den scheiß Dach. Was passiert eigentlich, wenn ich Linksklick mache? Lass es. Nichts. Alter, du bist echt so ein Lappen, Däum. Ey, der schießt keine Bälle, ich glaube, der zündet einfach alles um mich herum an. Richtig! Gut erraten! Soll ich mal in das
in Deadsheeps Haus reingehen. Nein, nein, der zündet ja keine Blöcke an. Alter, ganz ehrlich, der Stab ist für den Arsch. Warum hast du ihn denn gemacht? Sag mir, wofür bringt der was? Der ist geil, wenn du riesige Masse an Mobs hast. Alter, zündet uns auch an. Nein, dann stellt sich Dolmer vorne hin, ich heile ihn. Ja, das funktioniert nicht. Ja, natürlich funktioniert das. Wenn Dolmer damit umgeht, funktioniert es nicht. Oder warte mal, ist hier schon der Patch drin, dass Mobs einen anzünden können? Stimmt. Ne? Das ist scheiße, ich sag's dir. Ach, Hammer. Das ist eine Hammer-Sache. Hammer-Angelegenheit. Safe. Total safe for work, das Ding, ne? Ja. Ich find's geil, danke, Andi. Bitteschön. Du bist sowas wie Ollivander. Nur für Zauberstäbe, nur für... Ja, aber dafür hättest du ja mehrere Stäbe irgendwie austesten müssen und dann sagen müssen, ja, der funktioniert nicht so gut bei mir. Lol, seit wann hat ein Flower Pot ein Inventory? Gute Frage. Seitdem die Drogen schmuggeln. Hey. Ist illegal. Ich muss mich mal dran gewöhnen, meinen Zauberstab überhaupt zu benutzen. Ich muss meinen Zauberstab mal öfters benutzen, habe ich das Gefühl. Alter, ich sehe das, es eskaliert. Alter, wer macht dieses Geräusch? Mach es nicht, Kieran. Das ist ein Geräusch, bei dem ich ganz empfindlich reagiere. Okay, was wollen wir in dieser Folge machen? Ja, ich arbeite schon die ganze Zeit. Ich weiß ja nicht, was ihr so macht. Ich arbeite auch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was ihr so, was Andi so macht. Ich weiß nicht, rumlaufen. Ja, guck, dass wir so ein typischer... Ja, ich hab kein Zeug! Ja, dann besorgen wir was für Zeug. Was für Zeug? Spitzhacke, Marmor... Ja! Metroid! Wo? Ich bekomme ihn! Wo ist er denn? Diesmal kann echt keiner was machen. Wo ist er denn? Nein! Ah! Ey, Andi, du kennst doch diese... Es gibt ja so eine Reihe von... Gänse? Von lächerlichen Tanzmoves. Hau mich mal. So, den Angler, Taucher und. Warum soll ich dich hauen? Hau mich mal. Womit denn? Hau mich. Womit? Mit deiner Hand? Mit der Faust. Swag. Und jetzt hiermit? Alter, Andi, wenn du nichts zu tun hast, dann mach dir jetzt eine Pickaxe und geh, Eisen suchen und so. Nee, Eisen, nein, wir sind gar nicht in Jersey. Ja, dann stirbt er schon wieder. Aber ansonsten bin ich noch nie gestorben. Andi, bau dich einfach am besten einfach irgendwo ein, mach gar nichts. Ja, Kiel, gib mir den Hammer. Nee, den brauchst du eigentlich. Also, oh, ja, Rahmen, natürlich brauche ich den Hammer, jetzt gib mir den. Ja, aber wir brauchen ja eigentlich nichts. Eigentlich müssen wir nur einfach. Ja, du brauchst den Hammer, jetzt gib mir den Hammer, Kiel. Hä, du brauchst den doch aber überhaupt nicht, weil wir haben doch Eisen. Ich dachte eben. Nein, wir haben kein Eisen. Doch, haben wir. Wo haben wir Eisen? Keine Ahnung. Wir haben kein Eisen mehr, jetzt gib mir den Hammer. Ich hab 11 Eisen im Endeffekt. Ja, aber es wäre sinnvoller, wenn du mal mit am Haus baust, um ihn mal fertig zu werden. Ja, wir brauchen doch auch Eisen. Wofür? Ja, wofür? Ja, um uns Rüstung zu machen. Scheiß drauf, Andi. So, nachher, also brauchen wir Hexekill-Bumster-Dings. Und du wirst garantiert dich nicht allein auf die Suche machen, weil du stirbst dann schon wieder. Nein. Doch. Helf doch lieber einfach, mit am Haus zu bauen, Andi. So schwer ist das gar nicht. Du könntest einfach mal gucken, wie der Rest gebaut ist und dann erkennt man auch mal was. Wie was gebaut ist und dann baut man das nach. Vielleicht hat Andi ja so eine... Ich auf Abenteuer gehen. In der Logikschwäche. Du gehst dann dauernd auf Abenteuer und stirbst. Ja, weil ihr nicht mitkommt. Nein, das ist Bullshit. Wo ist jetzt hier der Eingang? Nein, das ist kein Bullshit, Kieran. Wir waren mit Debitor unterwegs und du bist gestorben. Ist halt echt so. Egal, ob wir dabei sind oder nicht. Dingens auch. Wer ist Dingens? Deadsheep. Ja, das war ja das da mal davor. Da bin ich auch gestorben. Siehst du? Und da ist doch erwiesen, dass das gar nicht so viel bringt. Oder da nicht erstmal einen Unterschied macht. Wenn wir dabei sind oder nicht. Und es bringt auch nichts, immer nur auf Abenteuer zu gehen, wenn wir nicht mal ein schönes Haus haben. Abenteuer. Alles viel besser. Warum bin ich jetzt in so einem Scheißloch? Ah. Ah, ich hab Bock, diesen Stab abzufeuern. Das klingt. Sondern was machst du überhaupt, ist die Frage. Hä, ich baue hier die ganze Zeit weiter, du Lappen. Sicher? Ja, 100 pro. Nein, du kopierst das, dass das Fenster da ist, so und so, ne? Ich kopiere gar nicht, ich hab bisher nur gebaut. Altes abgerissen und neues gebaut. Was ich meine. Boah, Rudis Abenteuer. Abenteuer! Zu dem Kabel down hin. Kennst du den noch, den? Abenteuer! Das erinnert mich. Ah, weiß ich nicht. Peter Lustig. Peter Lustig? Ja, genau. Abenteuer! Wie hieß das Ding eigentlich? Keine Klaus, Ahnung. Klaus Dieter. Genau, Klaus Dieter. Wer auch immer auf diesen Namen gekommen ist. Ich muss mal das nachgucken, wie das mit diesem Brownstone ist. Klaus Dieter? Abenteuer! Den brauchen wir. Sag's doch mal, Andi. Abenteuer! Schon ziemlich crank? Nein, ich bin in so ein beschissenes Loch reingefallen. Abenteuer! Hör auf, Andi. Wow! Ah, Andi stirbt? Nein. Greift Chanda unsere Stadt an? Was? Echt, wo? In deinem Livestream. Was? Bestimmt. Aber warte, glaubt ihr echt, wir müssen Angst vor der Kev Wolfins und Kadibu-Uhr haben? Nein.
Oder sind das mehr so die Chiller? Ja, also BTTV nur, wenn sie wieder durchgetrieben sind und irgendwen umbringen wollen. Durchgetrieben, nicht durchtrieben, durchgetrieben. Ja, die sind eher durchgetrieben als durchtrieben. Durchgetrieben. Durch den Wolf. Fleischwolf. Durch den Wi-Fi-Wolf sind sie getrieben. So, da hoch, da hoch. Hast du vielleicht zu viel von diesem Holz, damit ich das hier vorne auch mal weitersetzen kann? Nee, lass mich doch das Holz machen, dann machst du den Marvel. Abenteuer. Und wer macht die Fenster? Kannst du auch machen, ist egal. Machst du ja so viel gar nichts aus, mit diesem Holz. Warum wurde der Redstone eigentlich liegen gelassen? Das Holz ist nicht so wenig Arbeit. Ja. Obwohl ich bin unsicher über den weiteren Verlauf der Fenster. Stopp, er hat ja eigentlich die doppelt schon gesetzt. Ne, du weißt, erstmal nur die äußere. Oh, ja, du hast recht. Gut, dass du mich rechtzeitig von abgehalten hast, um eine Entscheidung zu treffen. Was mir auch auffällt, wie machen wir das dann eigentlich hier? Was ist das denn Geiles? Hier die untere Kante, die können wir gar nicht so geil abcovern, ne? Könnte das sein? Welche untere Kante? Ja, hier die untere Kante jetzt. Halt. Abenteuer. Warte, oder was passiert, wenn man so... Abenteuer. Nein. Egal. Sagen wir mal, da soll jetzt das hin. Oder, nee, das geht nicht. Lol, ich hab Diamanten gefunden. Ja, weil das ja so mega selten ist, ey. Ja, in einem Dungeon unter unserer Stadt ist das selten. Ich bin, glaube ich, gerade in einem Bereich, den noch keiner vorher erkundet hat. Oh, nee. Abenteuer! So behindert. Warum? Klaus-Dieter ist voll niedlich. Boah, Kian, ich glaube, ich habe gerade was kaputt gemacht. Hat er was kaputt gemacht? Wie immer. Weiß nicht, war da ein Block? Warum habe ich keine Fackeln dabei? Ah, da muss ein Block hin. Ja, ich verstehe. Abenteuer. Ich gehe das... So. Andi, halt die Fresse mit. Warum? Es geht echt auf den Sack. Abenteuer. Andi, du machst dich unbeliebt. Warum? Bei wem? Bei mir, bei Kilian, bei den Zuschauern. Warum? Das ist bestimmt lustig. Nein, die denken sich, boah, Andi, halt mal den Mund, bitte. Halt doch mal die Fresse, ey. Spaß. Ey, Kian, darf ich mal deinen Hexer haben? Mal kurz ein bisschen was zu machen. Hey, du hast selber eine. Ja, ich hab sie dir zurückgegeben. So nein, Leben. Ich hab noch eine gemacht, das kann nicht sein. Boah, Alter, ich habe keine. Ich habe aber noch eine gemacht, das kann nicht ich sein. Weißt du sogar noch, wie ich sie dir zurückgegeben habe, du Lapp. Ja, du hast sie mir aber nicht zurückgegeben. Ich bin mir ganz sicher, dass ich mir noch eine gemacht habe in der letzten Folge. Ja, ist dann aber leider falsch. Dann leidest du unter Amnesie. Abenteuer! Vielleicht stimmt doch einfach nicht. Anni, halt die Fresse jetzt ernsthaft, ne? Das ist nicht mehr witzig. Ich hab mir aber ganz sicher eine gemacht, dann hast du sie eine verlegt. Ich werfe sie, versuche. Nee, wo ist sie denn? Doch, da. Nein, sie ist nicht durch die Ritze gefallen, oder? Doch, hello! Oh, großer Kian, habt ihr euch in weiser Voraussicht einen Timer gestellt? Ja, natürlich, habe ich mir. Was für eine Ritze? Da, hier drin, Dolm. Ja, aber ich muss ganz kurz hier Wertsachen in Truhe tun. Also Star Piece und so ein Zeug. Oh, das geht nicht, dass wir den Cover hier von innen ransetzen. Das finde ich gerade ein bisschen kacke. Ja, muss man halt die Inneneinrichtung daran orientieren. Dass da halt... Ja, das schnecht. Fertig ein... So, wo soll ich jetzt gucken hier, wo irgendwas durch die Ritze... Innen durch die Ritze. Drin liegt es. Ey, das ist ein Hexer. Warum geht das nicht? Dann säge ich mir jetzt hier ein bisschen mal was. Why you not work? Zack. 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 Zach. Das ging eben doch noch. Ich will den Fire Step ausprobieren. Tu es bei Sander. Aber ich habe das Gefühl, das Ding kann großes Unheil in Holzhäusern anrichten. Nein, kann es nicht. Es zündet keine Nein, Blöcke. Kann es nicht. Nein. Es zündet das keine hat Blöcke wieder an. Mit seiner absoluten Überzeugung gerade fest. Es zündet keine Blöcke an. Probier's doch aus. Ich stelle mich jetzt einfach in dieses Villager-Haus und mache einmal Rechtsklick. Pass auf, dass es nicht das ist, wo Shuffle drin wohnte. wie nennt man das, wenn jemand immer rumzieht, erst von Haus zu Haus? Mietnomade. Nein, Mietnomade sind die, die nicht zahlen. Ja. So, ich stelle mich friedlich in dieses Haus rein und einmal ordentlich einmal einen durchziehen. Erstmal ordentlich einen durchziehen hier. Ja, irgendwie brennt hier gar nichts. Ja, sag ich doch. Es zünden nur Mobs an. Ja, sag ich doch. Es sah nur nach infernaler Verdammnis aus, weil die Chocobos halt alle angefangen haben zu brennen. Das sag ich doch. Kann ich den Stuff eigentlich irgendwie... keine Ahnung. Irgendwie reparieren? Keine Ahnung. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr, wenn ihr wisst, wie man Zauberstäbe reparieren kann.
Lol, noch mehr Diamanten. K? Lol, noch mehr Diamanten. Nein, pass auf. Noch mehr Diamanten. Irgendwann verschlingt es dich wie ein... Au. Au. Und was tötet mich gerade? Das ist jetzt wirklich ein Bug. Wenn ich jetzt sterbe, ist es ein Bug. Andi, wenn du jetzt stirbst, dann hasse ich dich auf ewige Verbrennung. Was wackelt hier? Dann ja, jetzt und dein Arsch wackelt, jetzt komm hier hoch. Hör auf zu twerken. Ich komm ja nicht mehr vom Fleck, das ist es ja. Alter, Andi, du bist der Einzige. Nein, es ist in der Aufnahme. Guck es in der Aufnahme an, was hier gerade passiert. Ich komm hier nicht vom... So, jetzt komm ich wieder vom Fleck. La Inkompetenz hier, hä? Jetzt, hier unten komm ich zum Beispiel nicht rein. Jetzt krieg ich gleich wieder Schaden. Ja, dann bleibst du halt raus. Dich, Andi, das ist ein Zeichen dafür. Dieser Hammer buggt! Dass kleine Kinder wie du da ihren Kopf raushalten sollten. So, wie sind denn hier der Fenster? Machen wir da auch wieder zwei hin, doll? Dieser Hammer buggt in Extremo. Schön. Däum? Ah! Ja. Ja. Unten sind hier an den Enden jeweils zwei Fenster, machen wir oben auch zwei, ne? Jo. Marble, das ist Marble. Gut, aber ich kann mit so Leuten wie dir nicht zusammenarbeiten, du bist einfach viel zu langsam. Fehlt überall das Holz. Ja, ich hab ja auch auf der anderen Seite erstmal was gemacht, ne? Außerdem musste ich gerade austesten, ob das drin nicht doch irgendwie geht, aber es geht scheinbar nicht. Wodurch das ja fast witzlos ist, aber egal. Wodurch fast witzlos ist. Das ist halt nicht geht, nicht ganz, aber das müssen wir dann halt gucken. Wie Spaß später. So. Dann bräuchte ich auch mal meine Hacksaw zurück. Ja, die kann ich dir gerne zurückgeben. Kann sein, dass du das Holz überall gar nicht hoch genug gesetzt hast? Nee, kann sein. Ich hab's erstmal nur so gemacht, aber es war jetzt so auch einfacher. Und ist auch egal, wenn wir dann noch hoch müssen. Wo soll ich dir die Hacksaw hinlegen? Soll ich Drive-By machen? Drive-By. Komm, zeig mir die Stadt. Schieß aus dem Fenster. Tschung. Hier deine Hexer. Meine Hacksäge. Da kann ich jetzt echt nichts für. Guten Tag. Ja, das hatte sie doch vorhin auch, ich hatte sie eigentlich so durch die Ritze nach vorne geworfen und sie hat sich einfach mega weit weggebackt. Die Hacksäge. Hör auf, Kilian! Ich mach so viel, wie ich will. Ja, dann zünd, der benutzt meinen Stab auch so viel, wie ich will. Dann kannst du nichts gegen machen. Ja, wieso? Meinst du es ja nicht gefährlich im Gegensatz? Doch, es ist gefährlich. Es löst bei mir... Ja, nur weil du deine Psychosen nicht unter Kontrolle hast. Dafür kann ich ja nichts. Das ist keine Psychose. Könnte man schon so sagen. Das ist eine Phobie. Sind Phobien nicht Psychosen? Als Fakt ist ja, dass es durch ein traumatisches Erlebnis ausgelöst wird. Du solltest zum Psychiater gehen, mein Junge. Meinst du? Ja. Alter, ich finde hier schon wieder Diamanten. Ja, okay, es wäre nett, wenn du dann das Holz auch immer mal hoch genug machst, nicht, dass man am Ende... Ist doch jetzt gerade hoch genug. Nee, nicht ganz. Okay. Ja, ist doch egal. Das ist doch eh egal, wenn wir da noch wieder... Nein. Da muss ja noch das Dach drauf und so, und dann ist man noch da. Aber du könntest ja einfach auch noch Holz mitnehmen. Ich mache ja auch das, was halt hier so von unten... Lava auf Blut. Ja, kannst du mir mal kurz die Säge geben, muss ich nur kurz warten. Ich grabe mich durch die Erde. Und bitte jetzt stirb nicht, Andi. Ich habe so viel Zeug. Hey, ich brauch dich, Hexo. Schnell. Aber jetzt würde ich sagen, beenden wir mal die Folge. Was? Also, Moment, ich muss kurz das hier schneiden. Boah, guck mal, wie hilfreich die Spider-Hook hier ist beim Bauarbeiten. Was meinst du, wie hilfreich hier der Zauberstab ist, wenn ich ihn öfters benutzen würde? So, dann lass uns mal vom Server gehen. Das Ding inkompatibel mit so durchgeschnitten. Also, gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.